Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos. Melanie? Angelo? Heute zeigen wir euch Carpe Diem von Stefan Feld. Erschienen bei Ravensburg und Alea. 2 bis 4 Spieler. Und Stefan Feld und Alea ist ja eine ganz tolle Kombination. Kennen wir aus der Vergangenheit schon von klasse Spielen wie Burgen von Burgund. Ich freue mich sehr auf diesen Titel, als ich gehört habe, dass Stefan Feld und Alea wieder was zusammen rausbringen. Ja. War ich schon ganz hippelig. Du warst auch hippelig beim ersten Spielen. Richtig. Carpe Diem. Um was geht's in Carpe Diem? Wir sind Patrizier im Rom des Jahres 0 und versuchen, ein Stadtviertel zu erbauen. Jeder Spieler hat sein eigenes Stadtviertel und versucht es natürlich am schönsten, tollsten und ruhmreichsten aufzubauen. Genau. Dann. Und wie das funktioniert, seht ihr jetzt gleich in den Regeln. Und danach gibt es noch ein kleines Fazit von uns. Bis gleich. In diesem Video zeige ich euch ein Zwei-Spieler-Spiel. Gebt jedem Spieler eine Patrizierfigur, seine 4 Scheiben, legt die 5. Scheibe oben auf die Banderolenleiste, gebt jedem Spieler ein Bautableau, 4 zufällige Rahmenteile, puzzelt diese zusammen, legt die Banderolenplättchen auf die entsprechenden Felder, wie hier zu sehen. Jeder Spieler bekommt noch ein Übersichtstableau, legt die Ressourcen und die Punktekarten bereit. Platziert euren Patrizier auf einem dieser Felder. Ihr dürft euch auch die Plätze mit einem Mitspieler teilen. Nehmt dann Bauplättchen mit der dunkelgrünen Rückseite und legt sie entsprechend hier unten auf die Leiste. Füllt dann die Wertungskarten auf, wie in der Anleitung beschrieben. Bestimmt einen Startspieler, das ist in dem Fall grün. Der Startspieler bekommt noch 8 Siegpunkte, der zweite Spieler bekommt 9 Siegpunkte. Füllt jetzt noch alle 28 Felder mit den Bauplättchen mit der hellgrünen Seite auf. Dies mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen. Danach kommt der Rundenablauf. Wie ihr seht, haben wir das Tableau jetzt aufgefüllt. Carpe Diem wird über 4 Durchgänge à 7 Runden gespielt. Die Runden laufen folgendermaßen ab. Man bewegt seine Figur, nimmt sich ein Plättchen und verbaut es auf seinem Tableau. Das macht man so lange, bis man 7 Plättchen verbaut hat. Danach kommt die erste Wertung. Wir spielen den nächsten Durchgang, machen wieder 7 Bauaktionen und so weiter. Nach dem letzten und vierten Durchgang kommt die Endwertung. Der Spieler mit den meisten Punkten hat dann gewonnen. Der Startspieler hat nur die Möglichkeit, einen der beiden Wege zu gehen, um sich dort ein Bauteil zu nehmen und auf seinem Tableau zu verpuzzeln. Ich entscheide mich, hier hochzulaufen, nehme mir dieses Bauteil und puzzle es hier auf meinem Tableau ein. Dies muss ich in der ersten Runde, oder das erste Bauplättchen, muss ich immer auf der Schaufel platzieren. Ich darf es beliebig in alle Richtungen platzieren. Der zweite Spieler kann sich ebenfalls für einen der beiden Wege entscheiden und nimmt sich ein beliebiges Teil und verbaut es auf seinem Tableau. Nun ist der Startspieler wieder dran. Er darf entweder hierher zurück oder auf das andere Feld gehen. Ich entscheide mich hierhin und nehme das graue Gebäude. Warum ich das mache, seht ihr gleich, wenn ich es verpuzzle. Im Zweispielerspiel ist es immer so, sobald nur noch 2 Plättchen hier liegen, werden diese entfernt. In einem Dreispielerspiel ist es, sobald noch ein Teil hier liegt, und im Vierspielerspiel werden alle Teile verbraucht. Das zweite Bauplättchen, was ich hier auf mein Tableau verbauen will, muss immer angrenzend an ein bereits daliegendes Bauplättchen angelegt werden. Dabei ist es darauf zu achten, dass ich nicht halbe Dächer auf die Wiesen lege oder graue Dächer auf braune Felder. Die Anlegeregel ist immer so, dass ich nur identische Felder aufeinander legen darf. Ebenfalls dürfte ich nicht, sollte es im späteren Spielverlauf mal dazu kommen, Plättchen so anlegen, dass ein halbes Dach hier auf einen Randteil kommt. Lege ich also das graue Dach an ein graues Dach, bekomme ich den ersten Boni. Immer wenn ich ein Gebäude abschließe, in dem Fall den Verwalter, bekomme ich den Bonus. In diesem Fall dürfte ich auf dem Banderolen-Track oder auf der Banderolenleiste 2 Schritte nach vorne gehen. Was die macht, erkläre ich später. Das braune Dach ist ein Bäcker. Dafür bekomme ich 2 Brote. Die Brote erkläre ich auch später, was diese machen. Das gelbe Dach ist der Händler.
bei dem Händler darf ich bereits in meinem Besitz befindliche Ressourcen gegen Münzen eintauschen. Münzen sind eine Art Joker, diese gelten nachher für die Wertungen für jede Ressource. Ich kann also in diesem Beispiel 3 Ressourcen abgeben. Ich würde 3 Münzen dafür bekommen, plus diese eine zusätzliche. Das Ganze würde auch gehen, wenn ich gar keine Ressourcen habe, dann würde ich eben nur eine Münze bekommen. Das grüne Dach ist ein Handwerker. Diese erlaubt mir, eins dieser Einzerteile zu nehmen und sofort auf mein Tableau zu verbauen. Sollte ich mit dieser Aktion ein weiteres Dach vervollständigen, darf ich diese Aktion sofort noch einmal ausführen. Kommen wir zu diesen Gebäuden. Das ist die Backstube. Jedes Mal, wenn ich die Backstube verbaue, bekomme ich als Belohnung ein Brot. Verbaue ich den Brunnen, darf ich mir vom Brunnenkartenstapel 2 Karten ziehen, mir ansehen und eine behalten. Verbaue ich im weiteren Spielverlauf einen weiteren Brunnen, dürfte ich die beiden gezogenen Karten auch behalten und die davor genommene Karte wieder zurücklegen. Das letzte Gebäude ist der Markt, hierfür bekomme ich wieder eine Münze. Die Felder hier unten sind Kulturlandschaften. Einmal Hähnchen, Kräuter, Wein und Fisch. Hier läuft es etwas anders ab wie bei den Gebäuden. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, auch größere Flächen zu bauen. Verbaue ich einen Teil meiner Hähnchenlandschaft und einen Mittelteil, nein, machen wir es anders, verbaue ich ein Endstück, würde ich hierfür als Wertung ein Hühnchen bekommen. Schaffe ich es aber, ein Mittelteil hier zu verbauen und es dann abzuschließen, bekomme ich schon 2 Hühnchen. Ich bekomme also immer eins weniger, wie ich Plättchen verbaue. Dieses Feld erinnert euch daran, dass ihr jedes Mal einen Schritt auf der Banderolenleiste nach vorne machen dürft, wenn ihr entweder auf eurem Bautableau ein Banderolenplättchen überbaut oder später in der Wertung ein Banderolensymbol habt. Mit diesem Symbol, dieses Symbol bedeutet, ihr dürft 3 Brote abgeben, um eine Wertung zu überspringen. Wie das genau läuft, erkläre ich euch in der Wertung. Dieses Feld sagt, ihr dürft jederzeit, wenn ihr euch bewegen möchtet, ein Brot abgeben, um eure Spielfigur auf jedes beliebige andere Feld zu ziehen. Ihr müsst euch also nicht mehr an die Bewegungsregeln halten, ihr dürft euch auf ein beliebiges Feld bewegen oder auch stehen bleiben für Abgabe von einem Brot. Was hier nicht abgebildet ist, sind die Plättchen mit den roten Dächern. Dies sind die Villen. Auf jedem Dach ist ein schwarzer Schornstein abgebildet oder auch 2, je nachdem wie groß das Dach ist. Die Schornsteine sind wichtig für die Wertung, da kommen wir nachher nochmal dazu. Und abgeschlossene Villen, wie in diesem Fall, sind am Spielende auch nochmal Siegpunkte wert. Das ist das hier. Und zwar sagt die Zahl an, wie viele Kamine auf eurer Villa verbaut sein müssen. Entsprechend bekommt ihr hier Siegpunkte. Auf diese Leiste gehe ich jetzt noch nicht weiter ein. Die sind Siegpunkte am Spielende. Diese erkläre ich am Ende des Videos. Kommen wir nochmal zur Bewegung. Wenn ich mich auf ein Feld bewege und ein Bauplättchen nehme, kann ich es anstelle es zu verbauen, auch einfach in mein Lager legen. Ein dort abgelegtes Plättchen ist am Spielende oder zählt am Spielende als eine Ressource. Im Spielverlauf kommt es irgendwann dazu, dass diese Felder leer sind. Um euch dann zu bewegen, dürft ihr auf ein leeres Feld laufen und von dort aus wieder den Linien entlang weiterlaufen, um auch wieder Felder zu kommen, die Bauplättchen enthalten. Hier dürft ihr euch wieder ein Bauplättchen nehmen. Beachtet, diese beiden würden wieder rausfliegen. Ihr dürft es in euer Lager legen oder auf dem Tableau verbauen. Sind hier im Laufe der nächsten Runden alle Plättchen verbaut oder abgelegt worden, kommt es zur Wertung. In der Wertungsphase schauen wir zuerst, welcher Spieler ist auf der Banderolenleiste am weitesten vorne. Der Spieler, der am weitesten vorne ist, darf zuerst eine Wertung ausführen. Wie das geht, erkläre ich gleich. Sollte wie hier ein Spieler sich mit einem anderen Spieler den Platz teilen, ist der erste Spieler derjenige, welcher am weitesten oben ist. Wie läuft diese Wertung ab? Einmal gehe ich hier als Beispiel nochmal zurück. Der grüne Spieler darf nun also zuerst eine Wertung ausführen. Dafür platziert er eine Scheibe zwischen 2 Karten, schön abgebildet hier an diesem runden Symbol. Im besten Fall kann er die Wertungen die Bedingungen auch erfüllen. Ich mache das als Beispiel mal hier. Nun muss ich, diese roten Karten sagen immer, ich muss aus meinem Vorrat Ressourcen abgeben, in dem Fall ein Kräuter und eine Traube oder einmal Wein. Und ich muss auf meinem Tableau mindestens 3 Schornsteine verbaut haben. Diese müssen nicht abgeschlossen sein, aber sie müssen vorhanden sein.
Erfülle ich diese Bedingung, bekomme ich den Bonus. Als Beispiel, ich gebe eine Traube und ein Kräuter ab, würde ich 3 Siegpunkte bekommen. Das Gute ist, ich darf dies auch mehrfach machen. Gebe ich 2 Kräuter, 2 Trauben ab, würde ich schon 6 Siegpunkte bekommen. Dieses Feld sagt, habe ich 3 Schornsteine, darf ich auf dem Banderolen-Track 1 nach vorne gehen und würde ein Brot bekommen. Was passiert, wenn ich eine Bedingung nicht erfüllen kann? Angenommen, ich habe keine Kräuter und auch keine Trauben. Dann habe ich die Möglichkeit, wie vorher angesprochen, 3 Brote abzugeben, um diese Karte trotzdem zu erfüllen. Ich würde hierfür auch einmal den Bonus bekommen. Es ist aber nicht möglich, diese Bedingung auch zu erfüllen, indem ich nochmal 3 Brote abgebe. Ist, wie hier, ein Feld durch eine Scheibe blockiert, kann ein Mitspieler diese Wertung nicht mehr ausführen. Der Spieler, der hier liegt, kann auch nicht, ich nehme als Beispiel mal kurz diese Scheibe, auch nicht später diese Bedingung erfüllen. Jede Bedingung kann nur einmal benutzt werden. Habe ich aber auch keine 3 Brot, um eine Bedingung zu erfüllen, verliere ich 4 Siegpunkte für jede Bedingung, die ich nicht erfüllen kann. Spielt nun Durchgang 2 und 3 nach den gleichen Regeln. Ihr füllt also alle 28 Felder mit den hellgrünen Bauplättchen auf. In Durchgang 4 allerdings füllt ihr die 28 Felder mit den dunkelgrünen Plättchen auf. Nach dem vierten Durchgang und der darauf folgenden vierten Wertung kommen wir zur Endwertung. Diese Leiste sagt uns nun, 2 Ressourcen sind 1 Siegpunkt wert, also zählt eure Ressourcen zusammen und teilt sie durch 2. Schaut auf dem Banderolen-Track, Banderolenleiste, auf welcher Position ihr seid. Seid ihr auf der 14, gibt es 14 Siegpunkte. Hier schauen wir auf dem Randtableau, sind diese Felder abgebildet, diese gibt ebenfalls Punkte. Haben wir wie hier eine Schnittkante, bekommen wir für diese Aktion 5 Siegpunkte. Hier haben wir eine Schnittkante, wir bekommen 4 Siegpunkte. Was nicht geht ist, ich baue das jetzt dafür nochmal kurz um, sollte dies warum auch immer hier liegen, bekomme ich nicht zweimal 5 Punkte. Also ich bekomme nicht hierfür 5 Punkte und hierfür noch einmal 5 Punkte. Es gibt immer nur einmal diese Wertung. Danach kommen wir noch zu den angesprochenen Brunnenkarten. Schaut nun, wie viele Brunnen habt ihr beispielsweise auf eurem Tableau verbaut. In diesem Fall wären das 2, sprich ich bekomme 4 Siegpunkte. Das gleiche ist, wie viele graue Gebäude habt ihr abgeschlossen. Entsprechend bekommt ihr Siegpunkte und so weiter. Ich habe das Tableau nochmal schnell umgebaut, um euch die Villen zu erklären. Wie vorher angesprochen, gibt diese Leiste euch Siegpunkte für jeden Schornstein oder Kamin, der auf einer Villa ist. Schaut also auf eurem Tableau, wie viele abgeschlossene Villen ihr habt. In dem Fall ist diese abgeschlossen. Es sind 1, 2 Schornsteine. 2 Schornsteine sind 2 Siegpunkte. Schaut die nächste Villa an. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Es ist abgeschlossen. 5 Schornsteine sind 7 Siegpunkte. Rechnet alle Punkte zusammen. Der Spieler mit den meisten Punkten hat Carpe Diem gewonnen. So, wie ihr jetzt gesehen habt, puzzeln wir ein schönes Stadtviertel und versuchen natürlich mit dem die meisten Punkte zu erzielen. Prinzip ist relativ einfach, man muss aber doch auf das ein oder andere achten beim Puzzeln. Ja, die Mechanik finde ich richtig cool gemacht. Also ich mag ja Plättchenlegespiele und das ist eine coole Kombination aus Plättchenlegen und sein Arbeiter bewegen. Genau, man muss natürlich auf etwas vorausschauend arbeiten, weil man möchte ja auch entsprechend einen Bonus erfüllen und Punkte erhalten dafür. Genau. Genau. Also uns hat es richtig viel Spaß gemacht. Für Puzzlefreunde garantiert. Ja, genau. Aber nicht nur für Puzzlefreunde. Also ich fand jetzt Cottage Garden nicht so prall. Das finde ich richtig stark. Ja. Weil es halt einfach coole Kombination hat von Plättchen verbauen, dafür den Bonus kriegen, genau. Bisschen kombinieren, wann nehme ich ein Plättchen, was mir irgendwie eine Ressource bringt. Und man muss ja immer noch darauf achten, dass man dann auch die Zwischenwertung natürlich seine Sachen hat. Das ist eigentlich das Fitzelchen. Am Anfang puzzelt man so und will einfach nur sein Tableau voll machen. Und dann kommt die Zwischenwertung und dann denkt man, ich habe überhaupt keine Trauben und ich bräuchte Trauben mehr. Ja. Also manchmal hat man so viel Spaß am Puzzeln und sich, ich baue mir hier noch einen kleinen Teich und habe einen Fisch. Und das
macht schon richtig Bock. Ja. Was wir leider etwas bemängeln muss oder kann, sind die Blättchen. Also die Blättchen, es gibt ja hell- und dunkelgrüne Blättchen und da hätte man ruhig nochmal einen Ticken mehr Farbe reinschmeißen können bei den dunklen, weil die sind schon relativ schwach zu unterscheiden. Aber ansonsten... Ja, oder man hätte irgendwie einen Stern oder irgendwas... Ein Symbol drauf machen können, dass man es da einfach ein bisschen unterscheiden kann. Das ist eigentlich so unser einziger Kritikpunkt. Genau, und vielleicht das Artwork darf also ruhig ein bisschen peppiger werden. Also nicht nur hier, sondern das hier Spiel selbst. Es sieht sehr so... Ja, Retro. Vielleicht ist das ja auch cool bei Stefan Feld-Titeln, die bei Alea kommen, weil es so ein bisschen in die gute alte Zeit zurückerinnert. Keine Ahnung. Es könnte ein bisschen schicker sein, das mit Sicherheit. Am Spaß ändert das nichts. Nichts, ja. Und auch ganz klar muss man sagen, jede Runde unterscheidet sich. Ja. Weil jedes Mal setzt sich der Rahmen anders zusammen und natürlich sind jedes Mal die Baublättchen verschieden. Genau. Also das ist einfach je nachdem, wie die Baublättchen ausliegen, wie die Rahmen ausliegen, das ist relativ unterschiedlich und hat einen echt großen Wiederspielwert. Ja, und auch das Spiel funktioniert in jeder Konstellation mit 2 Spielern super, mit 4 Spielern auch super. Genau, weil es ist etwas angepasst, ob man jetzt zu zweit, zu dritt oder zu viert spielt. Da wird es angepasst, was die Zwischenwertung angeht, was die Blättchen angeht. Finde ich super gelöst. Genau, ich glaube sogar, dass es zu zweit am planbarsten ist. Ja. Das hat so ein bisschen wie bei Azul halt, weil man hier auch zu zweit eben sagen kann, der Spieler 1 geht dahin und ich kann auf jeden Fall nochmal dahin mir ein Plättchen holen. Genau. Zu viert kann das halt schon... vielleicht nicht mehr funktionieren. Genau, also zu viert habe ich schon gemerkt, bei der Zwischenwertung am besten abwarten, bis man dran ist und dann seine Scheibe irgendwo platzieren und gut ist. Also das ist einfach nicht planbar. Zu zweit ist es definitiv planbarer, genau. Macht aber trotz allem, ob jetzt zu zweit, zu dritt oder zu viert, riesigen Spaß. Genau, es fühlt sich nicht so an, als wäre das alles Chaos und Zufall, was man im Vierspielerspiel macht. Das auf keinen Fall. Nee. Generell zur Komplexität... Gehobenes Kennerspiel? Ja, gehobenes Kennerspiel. Von den Regeln her finde ich es recht einfach. Ja, ich finde, man kommt gut rein. Am Anfang wirkt das Tableau etwas komisch mit dem Was ist was und wo. Wenn man mal die Regeln hat, dann ist es ganz klar und eindeutig. Und ja. Also ein sehr schönes Spiel. Für mich wäre es ein Anwärter für Kennerspiel 2019. Mal sehen, ob es die Jury auch so sieht. Wahrscheinlich nicht. Wie immer, die Regeln von Alea tipptopp geschrieben. Melli lobt das jedes Mal. Ja, finde ich super toll. Die Regeln sind einfach zu lesen und es gibt rechts außen so ein kleiner dunkler Rahmen, wo dann einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst wird. Und so ist der Einstieg wirklich einfach und leicht, auch wenn man es jetzt mal eine Weile nicht mehr spielt. Kurz mal da drüber geschaut und zack, kann es wieder losgehen. Finde ich super, die Regeln echt angenehm zu lesen. Lobe ich mir. Gut, dann würde ich sagen... Das war's von uns. Wir finden es richtig geil. Ich hoffe, ihr schaut mal an. Ihr schaut es euch mal an. Lasst euch nicht von diesem vielleicht doch etwas altmodisch aussehenden Cover abschrecken. Das Spiel bietet wesentlich mehr als das. Das war's. Ansonsten lasst wie immer gerne einen Daumen da oder auch ein Abo. Natürlich auch über Kritik wie auch Anregungen und so weiter. Würden wir uns freuen. Genau. Also, bis dann. Ciao.